Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wo fahren wir jetzt hin? In den Kindergarten. Die Kids haben jetzt noch schnell Müsli gegessen und jetzt gehen wir uns ein bisschen fertig machen, oder? Ja. Was wollt ihr denn anziehen? Das willst du anziehen? Ja. Okay. Papa, ich will noch kurz noch zeigen. Guck mal, ich ziehe heute das da an. Wow. Jetzt bin ich wieder. Mama, hast du wieder Putzrausch? Jetzt bin ich. Und los. Los geht's. Weißt du noch, als wir Kastanien gesammelt haben, hier im Kindergarten? Ja, wir können sie wegnehmen. Und du warst beim Partner dann. So, viel Spaß. Machst du mir Kaffee? Nee. Ich brauche aber einen. Ich hatte heute noch keinen. Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Kaffee am Morgen vertreibt was anderes. Sieht man mich eigentlich gut? Ja, außer den Kopf. Echt? Spaß. Ich habe wieder richtig tolle Augenpads gefunden. Und zwar gibt es gerade einfach 60 Stück bei Aldi. Die gab es, glaube ich, auch noch mit Hyaluron und Aloe Vera oder mit Gurke. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Das kann man dann einfach hier mit diesem kleinen Löffel rausnehmen. Und drauf machen. Voll gut. Also das kriegst du nicht bei DM oder Rossmann für 4,99 €. Was steht heute denn so Schönes auf meinem Abreißkalender? Gestern, enjoy the process. Oh, das ist richtig gut. Nein zu sagen bedeutet nicht, dass du ein egoistischer Mensch bist, dass du nicht doch deine Meinung ändern kannst, dass du schwach bist, dass du nicht hilfsbereit bist. Ups, jetzt habe ich die Herdplatte angemacht. Dass du ein schlechter Mensch bist und dass du deine Liebsten weniger gern hast. Und das passt richtig gut zu mir, denn ich bin ein richtiger People-Pleaser und möchte es allen recht machen, sag zu allem Ja und Amen, weil ich Angst habe, dass wenn ich Nein sage, irgendwie falsch rüberkomme. Und eigentlich ist das so dumm, weil Nein zu sagen ist ja voll okay, aber manche verstehen einfach kein Nein. Boah, ich habe durch diese kurze Pillenpause so Pickel gekriegt. Ich musste eine Pillenpause machen, weil ich vergessen habe, meine Pille nachzubestellen. Und ja, dann kamen die Feiertage dazwischen und dann musste ich eine längere Pillenpause machen. Und jetzt explodiert mein Gesicht. Ich habe die ganze Zeit so kleine Pickelchen, die man auch nicht richtig ausdrücken kann. Ja. Für mich sind das Stresspickel. Stresspickel? Ja. Vielleicht sind das auch Stresspickel, wer weiß. Wenn du dich die ganze Zeit so bekloppt machst. Aber Nasenhaare zupfen? Nee, danke. Ich habe das einmal gemacht, ich habe mir Nasenhaar gezupft. Du hast geheult? Ich habe geheult und ich konnte nicht mehr aufhören zu niesen. Also ich habe, glaube ich, 15 Mal genießt oder so danach. Ich finde, das sollten deine Follower mal gesehen haben. Nee. Das Rouge. Ein bisschen frischer aussieht und man ein bisschen rote Wangen kriegt, weißt du? Ich kann dir ein bisschen Ruß besorgen, wenn du willst. Wir haben ja Diesel. Was? Und? Haben wir jetzt trainieren oder was? Ja. Und wir trainieren, wie du trainierst oder was? Ja, machen wir mein Training. Okay. Oberkörpertraining. Okay. Dann schmeiße ich mich mal schnell in mein Gym-Outfit und dann düsen wir los. Geh ins Gym, wer das Genie macht, daraus eine Show. Wir sind pretty im Bikini, das ist Bauch, Beine, Po. Ja. Heute machen wir Sabines Disco-Pumper-Training. Disco-Pumper-Training? Ja, also eigentlich habe ich ein ganz normales Standard-Oberkörper-Workout. Also wir fangen mit Latzin an, danach kommt Rudern, bisschen was für die Schultern. Du wolltest noch was für die Brust machen, ne? Ja, muss ja. Ich trainiere nie Brust, aber dir zuliebe trainiere ich heute Brust. Ja, bei Frauen ist das auch eher so. Braucht man nicht.
kommst du da raus? Ist das nicht ein bisschen eng? Eng ist ein selberer Begriff. Deswegen musst du ins Jimmy gehen, damit du skinny bist und aus solchen Parkplätzen. Let's go to the gym now. Oh je, das ist schon Legende, ey. Den kennen auch nur die OGs. Wir machen jetzt zuerst Latziehen. Ich zeig euch mal, wie das funktioniert. Oder dir. Ja, zeig mir mal, wie das geht. Ja. Ich starte mit 25 Kilo. Super. Was? Öffne die Brust? Die Brust öffnen. Okay. Die Schulterblätter müssen zusammen. Okay. Hallo. Öffne die Brust. Unten. Ja. Wenn du unten bist, aufmach. Wir machen jetzt den letzten Satz mit 40 Kilo. Du bist ein bisschen Drama. 40 Kilo. 40 Kilo. Das ist für mich schwer. Du wiegst ja nur 40 Kilo. Nee. Ich wieg bestimmt. So 57, ich habe mich schon lange nicht mehr auf die Waage gestellt. Fette. Ich bin nicht fett, das ist Masse. So Sabine, erklär mal den Leuten, was du jetzt vorhast. Wir machen jetzt Rudern. Wie stellst du jetzt hier das ein? Nach welchen Kriterien? Ja, ich stelle das so ein, dass ich einen geraden Rücken mache. Damit ich mich nicht so weit nach vorne legen muss. Ne? So. Und damit du auch genug Zug auf dem ja. Rücken jetzt, sagen wir mal, hast. Zuerst mache ich es beidarmig, um mich aufzuwärmen. Mhm. Rücken bleibt aufrecht und versucht mit der Schulter schön nach hinten zu gehen. Mhm. Brust raus. Wie eben, ne? Aufmachen, Schulterblätter zusammen. Genau. Sauber. Mit 80 Kilo. Komm, zeig mal dein Gewicht. Ja. Ganze 2,5 Kilo. Machst du das? Ja, Schulterdrücken. Mal 2, ne? Aber man muss noch dazu sagen, dass die gelben Maschinen, die haben ja ein gewisses Eigengewicht. Also ist das eigentlich mehr als 2,5. Ja, man kann sich alles schön reden. Ja, Jürgen, halt einfach die Klappe. Das ist ja Aufwärmsatz, oder? Das ist schon Arbeitssatz. Das ist aber einfach. Jetzt sagst du jetzt. Mach mal 20 Stück. Zieh durch. Wir machen jetzt Kurzhantelbankdrücken positiv. Ich habe das noch nie gemacht. Nee. Oder schon lange nicht mehr, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ja, mal gucken, ob du das hinkriegst. Ich muss gucken, dass mir meine Klammer nicht in den Kopf rammen. Oh ja. Kannst du auch ruhig so ein bisschen schräg halten. So. Ja. Mann, wenn ich sowas mache. Sabine. Siehst du das? Yeah! Sie ist ein Junge! Komm. Komm, ich kann dir nicht helfen. Einen noch, komm. Komm, noch einen. Einer geht noch. Komm, ist letzter Satz. Hol alles raus. Muss? Nee, muss nicht. So, jetzt wird's ernst. Ich muss den S-Gürtel anziehen. Den S-Gürtel? Ja. Hast ja so eine schmale Frauentaille. Ja. Davon träumen alle Bodybuilder. Mhm.
Und wow. Schwarze. Go, 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 go. Wow. Sauber. So. Ich mache jetzt Dips. Machen jetzt Supersatzarme. Ja. Dips und Bizeps Curls. Machst du immer so? Ja, ich mag die eigentlich. Ich mache nie Dips. Können wir Trizeps machen oder Bizeps drücken? Du musst so genau so nervig gerade. Ich mache eigentlich nie Dips und ich habe sie jetzt nur gemacht, weil du es gesagt hast. Jetzt als letzte Übung noch. Bizeps. Vorletzte Übung. Wir machen noch eine Finish-Übung für den Bauch. Okay. Da habe ich Angst. Bauch zerstört die mich immer. Ey. Ellenbögen. Ich würde sagen. Ellbogen bleiben immer schön eng am Körper. Man arbeitet nur mit den Unterarmen. Ne, Frauen, dann kriegt ihr richtig dicke Oberarme. Das, was ihr alle wollt. Ich mache jetzt Beinheben für den Bauch. Diese Übung ist richtig anstrengend. Ich mache es jetzt mit durchgestreckten Beinen. Die sind schwerer, gell? Viel schwerer. Wenn es dann richtig schwer wird, ich sehe. Ich hab's jetzt 12 Stück. Ich kann jetzt 12 Klimmzüge machen. Nee, wir machen jetzt keine Klimmzüge, wir machen Beinheben. Wird es langsam anstrengend? Nee. Ah, 17. Okay, waren 7. So, fertig. Wir sind wieder zu Hause und ich habe mir direkt mal was Gemütliches angezogen. Und jetzt wollte ich das Frühstück machen. Es gibt etwas Deftiges. Ich wollte etwas Neues ausprobieren. Und zwar wollte ich eine Bratkartoffelpfanne mit Eiern machen. Und da kommen dann auch noch ein paar Tomaten und Zwiebeln rein. Die Kartoffeln werde ich jetzt erstmal kochen und in der Zeit schneide ich das Gemüse. Damit. Oh mein Gott, Leute, wie gut sehen bitte diese Croissants aus? Schaut mal, wie groß und fluffig die geworden sind. Wow. Ich freue mich so. Also so ein leckeres Frühstück habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr gezaubert. Oh mein Gott, ist das lecker. Also die muss man unbedingt warm essen. Aber geschmacklich sind die eine 10 von 10. Die Kids sind zurück aus dem Kindergarten. So, Parcours beginnt. Let's go. Ja, Diana, zeig mal, wie ist das hier aufgebaut? Mhm. Wir haben hier überall Pfeile hingemacht. Eins,
zwei, drei. So, jetzt geht's hier lang. Mhm. So, hier lang. Dann hier. Da muss man nochmal hier lang. Mhm. Hier sind ja keine Pfeile. Man, brauchen die gar nicht. Jetzt geht's weiter. Dann muss man runterrutschen. Dann muss man runterrutschen. Dann hier lang. Mhm. Hier durch. Ja, da ist auch ein Pfeil. Nicht berühren, weil das ist Lava. Okay. Das ist schwer. Geschafft. Fertig? Helena. Ich krabbel einfach. Ja. Ich mache einen Purzelbaum, okay? Ja. Aber musst du weggehen, das ist gefährlich. Kommen gleich Käsefies angeflogen. Boah, siehst du, hast du gesehen? Oh, Wahnsinn. So, jetzt? Jump. Yeah. Jetzt kein Purzelbaum. Kannst du mit mir zusammen schaukeln? Okay. Eins, zwei, drei. Oh Gott, muss ich jetzt auf den Tisch krabbeln? Ja! Jetzt hier. Okay. Ja, das ist nicht gefährlich. Jetzt hier. Ui. Also. Bei der Rutsche? Bei der Rutsche weiß ich es nicht. Gell? Oh. Eure eigene Verantwortung. Ja gut, ich habe das Bett zusammengebaut, also das muss eigentlich halten. Ne? Papa, du hast ein bisschen das kaputt gemacht. Was mache ich nur hier? Also, du machst TÜV. Sabine macht TÜV. Okay. Und Kinder, geht in Deckung. Wenn das zusammenbricht, alles, das könnte gefährlich werden. Eins, zwei, drei. Juhu. Ja, Mama. Okay. Und? Oh Gott, muss ich jetzt noch da unten durchklettern? Ja. Und dann gleich Mama wollte, dann macht er die Rutsche kaputt. Ui. Mama, jetzt schnell flitzen. Schnell flitzen. Hallo, neue Runde. Und ja, das war der Vlog. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Ihr könnt mich hier abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.